willkommen zurück bei Hamburgs Helden. Wir sind hier heute am Feenteich und schwingen uns gleich aufs Kanu, denn hier findet heute eine Aktion von Clean Up Your Alster statt. Und wir machen da heute mal mit. Genau, die fischen hier nämlich ganz viel Müll aus der Alster heute und wir sind mal gespannt, wie es wird und was die so aus der Alster holen. Genau, los geht's. Mein Name ist Benjamin und ich habe Clean Up Your Alster gegründet. Das Ganze ist im Jahr 2018 entstanden. Ich kam eigentlich auf die Idee, weil ich Erzieher bin und habe in Kitas und Schulen gearbeitet. Und das Thema Umwelt liegt mir einfach am Herzen. Und da ich so viel reise, ist mir aufgefallen, wie viel Müll eigentlich an den Stränden zu finden ist. Und da das nicht das sein kann, wie wir uns das wünschen, habe ich gedacht, ey, Kinder sind die Zukunft. Und gerade denen das zu vermitteln, das ist, glaube ich, der beste Weg, irgendwie in Zukunft saubere Ozeane zu erhalten und irgendwie ein gesundes und schöneres Hamburg zu erleben. Heute das Sub-Cleanup, das ist echt super. Ich freue mich wieder, dass wir es ein zweites Mal sogar durchführen. Geplant war eigentlich nur einmal im Jahr. Doch da letzte Mal die Nachfrage so groß war nach einem zweiten Event, haben wir gedacht, komm, dann findet das einfach noch ein zweites Mal statt. Und tada, heute, ich kann es noch gar nicht sagen, wie viele Leute wir sind, aber ich vermute ungefähr 40 Leute und es ist einfach super. Also es ist eine wunderbare Tour und wir verbinden einfach in unserer tollen Stadt Hamburg einfach den Wassersport mit Umweltschutz und sammeln einfach nebenbei Müll. Also besser geht's doch nicht. Ja, heute ist tatsächlich unser 45. Cleanup seit der Gründung. Vom ersten Cleanup im Mai 2018 bis heute. Und die 50 machen wir dieses Jahr auf jeden Fall noch voll. Und die Wassercleanups sind natürlich jetzt nicht irgendwie die Aktionen, die jede Woche stattfinden, sondern tendenziell versuchen wir es eher am Land zu machen, dass der Müll, der an Land liegt, gar nicht ans Wasser kommen kann. So, an Land finden wir natürlich immer unglaublich viele Kippenstummel und Kronkorken. Auf dem Wasser sieht die Welt ganz anders aus. Da ist es meist irgendwie Styropor, vielleicht auch Glasflaschen, die einfach stehen lassen wurden, einfach am Steg und dann ins Wasser gefallen sind oder auch Plastikflaschen. Ganz oft finden wir natürlich auch während Veranstaltungen, wie zum Beispiel damals auch dem Alstervergnügen oder das Kirschblütenfest, wenn diese stattfinden, dass dann ganz viel Müll sich auch in der Binnenalster sammelt und dort in den Ecken bei Wind angespült wird. Und da gibt es dann natürlich auch die typischen Café-de-Gaulle-Becher zu finden oder auch Bierflaschen. Das ist dann keine Seltenheit. Ist das das erste Mal, dass du bei so einer Cleanup-Aktion mitmachst? Ja, das erste Mal hier bei Clean Up Your Alster. Aber ich habe schon mal private Cleanup sozusagen mit Freunden gemacht. Ja, cool. Und wie findest du es bis jetzt? Super, voll die geile Stimmung. Vor allem ja, cool. Die Musik ist super. Ja. Und hast du auch schon viel gesammelt? Ich sehe schon, da guckt was raus bei dir. Ja, ich habe schon einiges. Ich habe hier so eine Glasfolie und so einen nice Partybecher. Ja. Und noch ganz viele Kleinigkeiten, solche schwarzen Plastikringe, wo ja. Auch Tiere drin verfangen. Ah, okay. Von Flaschen, also. Ja. Jetzt mittlerweile, nach so vielen Cleanups, bin ich einfach nur stolz, dass wir es geschafft haben, knapp 2000 Menschen mittlerweile zu erreichen, während unserer ganzen Cleanup-Aktion. Und ich bin sicher, es werden noch viele, viele mehr werden. Und es ist einfach nur toll zu sehen, wie viele Leute sich mittlerweile für das Thema Umweltschutz einfach engagieren und einfach auch mitmachen wollen. Ich kann mich erinnern, bei unserem ersten Sub-Cleanup im Jahr 2018 war das. Wir haben unglaublich viel Müll gefunden. Genauso wie letztes Jahr, da war es auch noch deutlich mehr als dieses Jahr, aber weniger als 2018. Also man merkt einfach, dass es immer mehr abnimmt und dass es weniger Müll wird, der in der Alster auch liegt. Moin! Seid ihr meine 20 Uhr Bestellung? Was mit den Pfandflaschen? Kann das sind keine Pfandflaschen, die eine nur. Ich wünsche mir einfach, dass wir noch mehr Teilnehmer haben, dass wir bald auch wieder noch größere Cleanups durchführen können und dass Hamburg einfach eine Vorzeigestadt wird dabei. Also, dass wir wirklich sagen, hey, wir sind so viele Menschen und Hamburg ist einfach sauber und das müssen wir nicht erledigen, indem wir einfach sagen, ey, es kostet 100 Euro Strafe, wenn du deine Kippe auf den Boden wirfst, sondern weil jeder einfach so umweltbewusst ist vom Kopf her und sagt, ey, das tue ich nicht, weil ich will selber hier sitzen auf meiner Parkbank und möchte, dass es außenrum einfach schön ist.
wir sind hier jetzt am Endpunkt angekommen. Für die Mitmachenden gibt es noch ein Bier zur Belohnung. Und ja, uns hat super Spaß gemacht. Es war echt interessant. Wir haben einiges gesammelt. Und es war eine super Aktion von Clean Up Your Alster, fanden wir. Ja, so sieht's aus. Und wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über ein Like freuen oder über jeden neuen Abonnenten auf unserem Kanal. Tschüss. Tschüss.